Oh, jetzt geht's los, Leute. Jetzt packt er die Kohle aus. Ich werde mir das selber nachziehen, aber ich könnte jetzt schon mal schießen. Ja. Apache bleibt gleich. Oha, wie überbelichtet kann ein Mensch sein? Oder wie unterbelichtet kann ein Mensch sein? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ihr wisst Bescheid, diesen September, es ist ja schon September, also laut meinem Datum, laut meiner Rolli haben wir den zweiten, okay, den muss ich nachstellen, die geht falsch. Viel wichtiger, Freunde, meine neue Modemarke droppt noch dieses Monat, also seid auf alle Fälle gespannt. Weg vom Merch, rein in eine eigenständige Modemarke, weg von der Produktionsstelle in China, rein in eine Produktionsstelle, wo nur High Fashion produziert wird, wo auch unter anderem Givenchy und auch Teile von Balenciaga produziert werden. Ab nach Portugal, dort wird produziert und dementsprechend gehen wir in eine ganz andere Range, haben auch ganz andere Preise und viel weniger Stückzahlen. Wer sich da was sichert, der weiß, dass nicht viele dieses Ding am Körper tragen bzw. in ihrem Heiligen Gral hängen haben. Aber ich will gar nicht mehr länger quatschen, wir starten direkt hinein in unser heutiges Thema. Ich habe sehr viele Nachrichten zugeschickt bekommen, dass Lilano sich eine 50.000 Euro Uhr geholt hat. Da wird nicht lange gefackelt, da müssen wir logischerweise darauf reagieren. Wie gewohnt in alter Manier gibt es ein Reaction-Video von mir mit einer sauschlechten Audioqualität, denn ich habe mir zwar ein neues Mikrofon und eine neue Ausrüstung auch für Streamen gekauft, aber anscheinend funktioniert dieser Audio-Plugin da einfach nicht mit diesem Adapter. Genug gequatscht, schauen wir rein, hier sehen wir schon, Lilano kauft 50.000 Euro Uhr, bar, in Klammer, iced out. Also so eine kleine Attacke gegen Justin, man sieht hier auch schon im Thumbnail, er hat einfach 50.000 Euro im bar, das ist viel Asche, Freunde. Also wer mein Video noch nicht gesehen hat, hier war ich auch unterwegs, habe sehr viel Geld abgehoben, also das ist schon ganz schön viel Kohle, da kackt man sich schon an, wenn man auf der Straße mit unterwegs ist, aber schauen wir einfach mal rein. Servus, Leo, wow! Das ist Gott, Lilano hier am Start, ey, Leute, ich war gerade kurz beim Hype-Festival, ich habe da Auftritt gehabt gestern und heute kommen auch noch heftige Künstler, Alter, von die Ami-Acts und so. Und ja, wir fahren jetzt ganz kurz vom Oberhausen, das ist nämlich das Hype-Festival, nach Düsseldorf, da gehe ich jetzt meine Uhr abholen, so ein kleiner Lebenstraum wird wahr. Ich bin hier mit den ganzen Jungs, Trippy Boy ist am Start, extra aus den USA, ist dann gekommen. Ach nee, er ist aus den USA. Ach so, mein Cousin ist da. Der Markus, say hi. Hey, und ja, wir hatten einen heftigen Auftritt gestern gehabt. Trippy, Lano, Stage abgerissen. Wir übernehmen einfach die Welt, wir übernehmen Deutsch. Okay, jetzt kommt natürlich dieser klassische Lilano-Monolog, wie krass er am Ballen ist und wie krass der Ananas-Quad zerreißt und was er nicht für der krasseste ist. Ich glaube, jetzt steht er schon vor Cologne Watches. Ich kann es schon an der Umgebung erkennen. Ja. Da wusste ich gar nicht, dass man dort auch Taschen kaufen kann. Ja, wir sehen natürlich alles Patek Philippe und Rolex habe ich jetzt glaube ich gar nicht gesehen, aber wir hatten natürlich diese, wie heißt diese überteure Uhr, diese 300.000 Richard Mille haben wir auch gesehen, also der hat halt Uhren, keine Ahnung, im Wert von mehreren Millionen da unten liegen. Und natürlich selber auch am Vloggen, eh klar. Ja, der selber auch einen YouTube-Kanal, da kommen nämlich, ich habe noch kein Video gesehen, muss ich ehrlich gestehen, aber alleine die Thumbnails und die Bildtitel hören sich immer wieder mal interessant an. So Leute, wir sind jetzt hier bei Marc. Jetzt geht's richtig los. Und ich schwöre, das ist nicht die Klimaanlage, was hier so kalt ist. War eigentlich ganz witzig für Lilano-Verhältnisse. Er schwört, es ist nicht die Klimaanlage, die so kalt ist, sondern natürlich die Uhr, denn die ist ja iced out. Also, solche Jokes mag ich. Genau, Link, aber das Endergebnis ist mit Sicherheit also die schönste Uhr, die ich seit langem gesehen habe. Also, ja. Der Satz ist auf jeden Fall der beste. Ja. Okay, das heißt, er hat eine Uhr gekauft und hat sich's besetzen lassen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob er die Uhr schon hatte oder ob er die direkt gekauft und iced out hat machen lassen. Das würde mich interessieren. Ich weiß immer noch nicht, welche Uhr, aber 50.000 Euro, ich vermute mal eine Audemars Piguet iced out. Vielleicht, don't know. Ein paar Patek. Ja, passend aufgesetzt. Ach, so. Okay, jetzt geht's los hier.
Also ich habe mir die beste Uhr im ganzen, in ganz Deutschland machen. Im ganzen Wrist-Game. Ja, im ganzen Wrist-Game machen das, ja. Das ist auf jeden Fall schwer für Leute damit zu werden. Es werden jetzt auf jeden Fall welche nachziehen. Ja, ich weiß gar nicht, welche Rapper eigentlich schon Iced-Out-Uhren haben. Summer Jam vielleicht? Na, ich weiß es nicht. Aber da bin ich ja schon wieder dann. Ah, okay. Und zwar haben wir hier die 15400. Das ist. Soll ich schon raufgehen? Was zum. Digga, das ist ja zu heftig. Ich schwöre, das ist einfach zu heftig. Ist das wirklich seine? Das ist wirklich seine. Oder die Quavo nicht vergessen. Oh mein Gott. Wow. Ja, komm, zeig die Uhr, das triggert ein Mega. Wow. Tschüss. Also das ist eine 15400, die gibt es nicht mehr. Die wurde eingestellt. Die neue ist ein bisschen so kompakter. Ja, okay, Freunde. Und das Modell. Also wenn man schon so armselig arbeiten muss, dass der Kameramann, der für das angestellt wird, dass er gute Kameraaufnahmen liefert, hier die Finger reinhält. Als würde man das nicht auch im Nachhinein im Schnitt bearbeiten können. Aber nein, hier wird mit den Pro... Na. Also hast du auf jeden Fall keinen Fehler gemacht. Ja, komm. Also wirklich lächerlich. Vor allem so produziert man dann Videos, wo Leute einfach ans Ende skippen und sich die Uhr dort ansehen. Aber komm, wir schauen es uns an. Ausnahmsweise. Oh mein Gott. Okay, ich skippe jetzt trotzdem. Was ist das für eine Schönheit? Okay, Skip Master Maximilian schlägt wieder mal zu. Vor allem da brauchst du gar nicht fahren. Ah, okay, jetzt geht's los. Ja, und wie ich schon vermutet habe, ist es eine Audemars Piguet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, habe ich mir auch schon überlegt. Ah, ich habe schon länger überlegt, Audemars Piguet mit Rolex gemeinsam für mich ein zwei der schönsten Uhren einfach. Die machen die schönsten Uhren, sind übrigens auch meines Wissens nach zwei der wertbeständigsten. Also wenn du dir eine kaufst, dann kannst du dir sicher sein, dass das eine Wertanlage ist und die sich im Wert noch steigert. Alleine wenn man sich das Submariner Modell ansieht, das hat man früher vor 15, 20 Jahren noch Kellner Rolex genannt, weil das einfach das Einsteigermodell bei 3000 Euro war. Heute liegt das bei 8000, 9000 Euro als Einsteigermodell. Also Wahnsinn, wie sich die Preise auch bei Rolex entwickeln, und bei Audemars Piguet ist es nichts anderes. Also diese Uhr kostet 20.000 Euro und die finde ich wirklich, wirklich extrem nice. Und hier haben wir nochmal Iced Out. Wir spulen jetzt nochmal ein bisschen zurück, weil jetzt zeigt er sie zum ersten Mal. Du wolltest sie echt sehen, ne? Okay, komm, ich zeige euch jetzt die Uhr. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Alter, vor allem da brauchst du gar nicht fahren. Also, ich habe mich sogar verdrückt jetzt auf meiner Tastatur, weil ich die... Die ist wirklich schön, also da gibt es gar nichts, kann man echt nicht sagen. Ich würde gerne wissen, was das für Steine sind, wird er vermutlich noch sagen. Auch die Schließe hier, habt ihr das gesehen? Zack. Ah, da braucht man auch gar nicht fragen, ob man das sieht. Also auch hier wieder ein kleiner Seitenhieb an Justin. Sieht man das? Und auch die Schließe, die man hier sehen kann, die haben sie, glaube ich, nicht iced out gemacht und dadurch hast du so einen leichten Akzent drin. Boah, wirklich, also ich würde nichts anders machen. Also ich feiere die Uhr wirklich extrem. Überhaupt nicht, Mann. Das ist ja wirklich, Alter, guck mal, wie die um die Wette tanzen. Oder Max Siegmann? Das sieht man. Das ist zu doll. Das ist einfach zu doll. Ich weiß nicht, wie fühlt man sich jetzt? Ich will mit der sterben. Wie man sich fühlt, Junge. Du hast ja vorher noch gar keine Uhr in diesem Sinne. Nee, nee. Ah, okay, also er hat die gekauft und sich gleich Iced Out machen lassen. Denke ich jetzt mal. Ich habe immer nur gesagt, an mein Handgelenk kommt nur eine richtig gute Uhr. Also bist du auf jeden Fall brutal eingestiegen. Ja. Normalerweise im zweiten Schritt kaufen die Leute erst AP, weil man muss halt... Ja, hier sagt es schon. ...verhältnis zu einer Rolex immer das Dreifache ausgeben. Und das verstehen die wenigsten, weil du kriegst ja dieselbe Uhr von Rolex und am Ende AP ist halt, ja, erschließt sich den... Mich würde aber auch interessieren, wie die Servicekosten sind. Also ich habe jetzt für den Service bei dieser Uhr 500 bezahlt. Das war erst vor einem halben Jahr. Das muss man alle paar Jahre mal machen. Mich würde interessieren, weil es ja auch Automatikuhren sind. Mich würde das interessieren, wie teuer das bei AP ist. Also gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich überlege mir schon länger eine zu holen. Liebe Leute, so ja, das ist so. Ich finde die einfach, die ist so massiv. Und die ist jetzt so kräftig. Ja, die ist wirklich Bombe. Also da gibt's gar nichts. Ich kann... nichts dagegen sagen. Aber man muss auch einfach sagen, bei mir läuft es ja auch. Ja.
Deswegen kann man sich sowas ja auch erlauben. Ja, aber das Gute ist ja bei dir. Ja, da haben wir halt die Richard Mille, aber die würde ich mir nie holen. Die gefallen mir optisch einfach gar nicht. Und ganz ehrlich, bei 300.000 Euro für eine Uhr hört sich's dann auch mal auf. Ja, also. Kann die auch jederzeit wieder abbiegen, was du mal sagst. Ne? Wenn man auf Grund oder. Nee, du kannst switchen ja auf den Links. Achso, das ist ein Steuer, oder wenn ich auch so Insolvenz gehe. Nein! Das war, glaube ich, jetzt wieder ein Seitenhieb auf KS und Krappi. Also Wahnsinn, was hier für Loki-Jokes, Loki-Fronts rausgehauen werden in diesem Video. Nein, ich glaube, normalerweise, wenn man halt irgendwie versucht, so, weißt du, wenn du sagst, du möchtest was Step-up machen und so. Sowas ja, aber sowas wieder zurückgehen, ich glaube. Bist du eher der Typ, der behält? Ja. Über die gehen viele ja. Es gibt beides. Es gibt einmal den klassischen Deutschen so, der einfach immer behält. Der gibt nie was ab. Und dann gibt es so die Trader, die im Wochenrhythmus tauschen. Die Jubilationsuntergrund. Ja, genau. Sagst du, ich komme und tausche. Ja, genau. Nee, weil das war mein erstes. Das ist meistens. Das war mein Baby. Ja, deswegen. Ich glaube, also ich weiß nicht, mir soll ich immer irgendwas umlegen oder so. Man sieht auch von der Seite, dass die nicht allzu hoch ist. Ich mag ja auch die Uhren nicht, die so richtig, wie zum Beispiel die, die Deep Sea von Rolex, die ist ja wirklich so, aber da kannst du ja keine Ahnung wie viel Meter runtertauchen. Und das bei denen ist eine schlanke Uhr, die ist sportlich, die kannst du tragen. Ich meine, sportlich mit Iced Out ist jetzt nicht mehr unbedingt, aber ja, also ich verstehe komplett warum. Bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also ich finde die wirklich, wirklich nice. Die ist auch nachgesetzt. Okay, da haben wir eine goldene. Was ist das für eine Patek Philippe? Aber weil es nicht voller ist. Ich fühle Nautilus, ja, aber ich finde die Setting nicht geil. Also normal, wenn jetzt irgendein Ami... Ja, ein Gold. Gold ist einfach nicht mein Fall, Freunde. Ist noch eine Box? Ja. Okay, nice Box dazu, ist natürlich auch mega hochwertig mit diesem Holz. Ich weiß nicht, was das für ein Holz ist, Donner. Ich bin kein Botaniker. Jetzt ist endgültig Feierabend. Ey, das ist ja so heftig alles. Okay, ist die dabei, die Box? Die Box ist dabei. Die Iron Box. Okay. Hey, guck mal. Haben wir das gefreut? Ich glaube, da war noch was. Ich glaube, da war noch was. Ich glaube, du hast noch was. Ja, ich habe noch was. Aber jetzt geht's los, Freunde! Jetzt packt er die Kohle aus! Okay, in 50er natürlich, damit das Ganze noch mehr aussieht. Rubberbands, Rubberbands, komm. Rubberbands. 4, dann 1, dann 2, dann 3. Und eine kleine Pyramide. Ne? Ägypter müssen wir auch mal Respekt zollen. Die haben das nicht erfunden, die Art der Technik. Und jetzt haben wir es hier gleich. Ja, das hat halt schon was, wenn man so einen Batzen Kohle einfach mal so eine Uhrbar wegkauft. Also allein für den YouTube-Effekt mega gut gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Vorteile ergeben sich dadurch, wenn man die Uhrbar zahlt. Prinzipiell, wenn man in Bar zahlt, kann man immer noch ein bisschen beim Preis was machen. Das gilt, das könnt ihr euch schon mal merken als Regel. Punkt Nummer 2. Wenn man es nicht vom Konto wegbezahlt, sieht es die Steuer auch nicht. Ja? Das heißt, wenn man das Ganze bar zahlt, dann ist die Frage, wo hat man dieses Geld her und welches Bargeld möchte man loswerden. Und wenn man zu viel Bargeld hat, dann lohnt sich so ein Kauf in bar natürlich auch. Bei mir geht das natürlich nicht. Ja? Bei mir gibt es zwar auch Dinge in bar, aber das ist natürlich alles immer sehr brav versteuert. Danke nochmal, Grüße genauso an meinen Steuerberater. Heftig, easy. Ja gut, was erzählst du mal? Ja, jetzt ist die Gucci-Tasche leer, die war auch nur fürs Bargeld da. Ja. Ein größeres Geldbörsel sozusagen. Das müssten 50 Racks sein, 50k. Ja, easy. Okay, dann, Mark, viel Spaß damit. Ja, finde ich cool, ist absolut nicht mein Style, ich bin kein Anzugträger, aber finde ich sehr, sehr cool seinen Style. Seine Socken mit dem Kerl, noch nichts was Gelbes dran ist. Ey, das ist halt so heftig, Mann, scheiße.
Ja, Mann. Ey, checkt immer auf Instagram ab, Mann. Er postet immer seine Outfits und so. Ich schwöre, ich guck auch immer. Das ist keine. Ja, er ist ein sympathischer Dude auf jeden Fall. Ja. Das ist heftig. Das sollten viel mehr Menschen sein, die sowas zu Herzen nehmen. Meine ich auch. Das ist zu cool. Okay, jetzt sagt die ganze Klick nochmal, yeah, nice, gut gemacht, Bro, fette Uhr am Start. Das ist oben auf PK, ja, ne? Ja, alles original, ja. Ja, alles gut, original, Bruder. Was? Ja, es war mir oder mag ich auch. Ja, okay, nice. Also, ich muss einfach sagen, richtig fette Uhr hätte ich auch wirklich sehr, sehr gerne selbst. Wirklich, wirklich nice. Ich meine, ich würde mit meinem momentanen finanziellen Status keine 50k für eine Uhr ausgeben. Erstens, weil ich mit meiner immer noch sehr zufrieden bin. Zweitens, weiß ich nicht, ob die so gut zu mir passt. Ist vielleicht etwas too much. Und drittens, brauche ich die Kohle für andere Dinge. Die wird investiert, Freunde. Ja, entweder man gönnt sich was oder man investiert etwas. Gönn ich ihm, also ich vergönne es ihm auf jeden Fall. Er hat dafür gehustelt, er hat einiges an Hate einstecken müssen und ja, er wird im Internet gefeiert, er ist erfolgreich. Warum nicht sowas gönnen, soll er machen. Aber schreibt mir bitte auch gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren, wie euch die Uhr gefällt, ob ihr vielleicht die Patek Philippe in Gold besser gefunden habt. Das ist Geschmackssache. Würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn so war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Nicht vergessen, MEM diesen September noch. Holt euch auf alle Fälle was. Wird richtig, wird zwar nicht iced out, aber stoned wash und richtig nice. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.